Ja, was ist denn da los? Sagt der DJ Nick, willkommen bei Stardeus. Ja, es ist spannend bis in die Haarspitzen. Jetzt habe ich lang rum überlegt, machen wir ja da jetzt noch weiter oder fliegen wir jetzt mal einen Planeten an und schauen einfach mal, was da passiert. Ich meine, hier ist schon der Hinweis: erforsche einen nahegelegenen Planeten. Fliege das verlassene Schiff an. Da habe ich nicht rausgefunden, wie das funktioniert. In der Nähe gibt es ein verlassenes Schiff. Wir sollten uns ihm nähern und die Teile bergen. Es könnte außerdem Hinweise darauf liefern, was mit unserem Schiff geschehen ist. Ja, öffne die Sternkarte und führe einen Anflug daraus aus. Okay, also Sternkarte, aber ich finde hier kein Schiff, kein annäherndes. Nur das und ein verlassenes Schiff. Ah, verlassenes Schiff anfliegen. Okay, das geht trotzdem. Okay, also dann eins am Anfang. Ich will jetzt nicht überstürzen. Wir werden jetzt einmal ganz kurz hier mal noch ein bisschen Dispose machen. Euthanisieren, um hier noch ein paar Rohstoffe zu haben. Dann. Also wenn, dann sollte jetzt schon alle, ich meine, wenn wir jetzt schon rumfliegen, sollte das Schiff natürlich auch klar Schiff sein. So, hier produzieren wir Strom. Oh, okay. Wir sind schon knapp an der Leistungsgrenze. Okay, also das bedeutet, da müssen wir noch was machen. Und zwar werden wir dann hier. Ah, Moment einmal, da ist ja ein Loch, das geht natürlich auch nicht. Ja, seht ihr es? Das habe ich damit gemeint. Also, es sind so Sachen, die muss man noch. Nee, das geht nicht, weil man zuerst am Boden bauen muss. Boden? Dann glaube ich, geht es ja nicht mit der Wand, weil erst der Boden gebaut werden muss. Doch, geht schon. Okay, macht ihr das mal. Und dann, Leute, müssen wir alle Fälle jetzt, Moment einmal. Der hatte keinen Strom, jetzt hat er aber Strom, oder? Okay, wie schaut es jetzt mit Strom aus? Ja, da haben wir schon so Spitzen drin. Ich weiß nicht genau, was da so Spitzen verursacht. Das müsste man natürlich auf alle Fälle noch verhindern. Und ich würde jetzt mal ganz gern. Nein, nein, nein. Also bevor wir irgendwo hinfliegen, muss auf alle Fälle das noch ganz genau sein. Festdatenkomprimierungsverbesserung. Ach du meine Güte. Der von diesem Chip bereitgestellte hochentwickelte Echtzeitkomprimierungsalgorithmus, das ist ein typisch deutsches Wort, mit geringem Overhead fügt jedem komprimierten RAM in einem Plattenspeicher 50% zusätzlichen Speicherplatz hinzu. Okay, die Verbesserung ist stapelbar. Ich habe keine Ahnung, Voraussetzung zum Bau von Quantenschriftcomputer. Glasfaserpleissig-Transition, Goldwire, hätte man wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung, wie man das dann macht. Emblemböden, Atmosphärenregulation, Glas. Bausubstanz. Die Leute, die Glasböden. Also das. Das ist Array enables the relocation of advanced devices, such as the Shift Computer and the Stasi Array. Advanced Relocation. Ach so, richtig. Das ist die erweiterte, das erweiterte Umsetzen. Advanced Relocation ist noch nicht übersetzt. Das bedeutet also zum Beispiel, ich wollte ja eigentlich mal, vielleicht erinnert ihr euch, hier dieses Ding umsetzen. Und da hat es geheißen, es geht nicht. Hier. Required Advanced Relocation. Genau, das ist das. Aber ansonsten, A, will ich das jetzt da stehen lassen. Und B, weiß ich eigentlich gar nicht, was wir sonst noch so alles Advanced umsetzen wollen. Da ist ein Kapsel. Weiß ich ja nicht, für was die. Gut ist. Was die für Aufgabe hat. Lassen wir mal auch noch da. So, habt ihr, wo waren wir jetzt? Hier. Ah ja, Wand und Boden ist gebaut. Nochmal ganz kurz. Strom. Ja, wir haben da echt Spitzen drin. Okay. Da würde ich auf alle Fälle sagen, damit wir da jetzt keine Schwierigkeiten kriegen, bauen wir auf alle Fälle noch zwei. Materiereaktoren. So. So, dann temperaturmäßig. Okay. Ja, also überall da, wo Temperatur, hier können sich überall Leute aufhalten, Menschen aufhalten. Das ist also okay. Und wie schaut es mit Sauerstoff aus?
O2. Okay, Sauerstoff fordert 16%. Sauerstoff fordert 7%, das ist anscheinend zu wenig, aber da haben wir doch hier schon die Sauerstoffpumpe. Reicht das nicht? Nee, das reicht nicht. Okay, dann muss man noch eine zweite Sauerstoffpumpe bauen, oder? Naja, gut, diese Brücke ist ja riesengroß. Kein Mensch weiß, was wir da eigentlich hinbauen, was wir wollen. Hier machen wir mal die Tür zu. Okay, dann brauchen wir hier auf alle Fälle auch noch. Ja, das mit dem Sauerstoffreaktor, das ist jetzt gefährlich, weil das braucht nämlich Wasser. Aber mein, also wenn wir in unserem nächsten Anflug nicht irgendwo Sauerstoffpumpe, wenn wir nicht irgendwo Wasser finden, dann ist das Thema sowieso durch. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ganz ehrlich, ich habe mir das auch schon überlegt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei Stadeus nochmal einen Durchgang irgendwann spielen, weil das finde ich echt super spannend. So, ich stelle jetzt, wo stellen wir es denn hin? Dahin, nee, dahin. So, baut ihr mir hier bitte noch einen Sauerstoffregulator, damit wir hier genügend Sauerstoff haben? Hoffentlich geht da Strom hin. Werden wir dann sehen. Aber von da geht auch kein Strom hin. Ach komm, das ist jetzt genauso ein toter Strompunkt, oder wie? Dann Moment, dann macht es anders. Dann bau mir bitte den. Ja, da kommt er auf alle Fälle hin. Dann baut mir bitte die Sauerstoffpumpe bitte dahin. So. Also ich möchte mich jetzt auf alle Fälle in dieser Sendung auf den Weg machen. So, was haben wir denn da? Da haben wir die biotischen Datoiden, die Energiedatoiden, die werden an der Forschungsstation gemacht, genau. Ja, der Transporter, das finde ich auch ziemlich cool. Danke. So, dann machen wir hier noch weiter mit dem Dispose. Dass ich das richtig mache. Ich hoffe nicht, dass man diese Leute nochmal zum Leben erwecken kann. Was haben wir denn hier? Einen Tracksuit, also einen Raumanzug noch, den der wir auch mal hier noch herräumen. Da liegen die eh schon alle rum. Und mal schauen, nochmal ganz kurz in der Straßenkammer. In 7 Tagen kommt erst das nächste Aufwachen. Naja, da können wir jetzt nicht mehr drauf warten. Und was wir aber auch noch bauen, ist auf alle Fälle. Naja, wir könnten natürlich grundsätzlich hier mal nochmal umbauen. Also, dass wir hier in unserem Aufenthaltsraum hier mal die Betten herstellen. Dann wären die alle in einem Aufenthaltsraum und unsere Handwerkstische einfach auch mal in ein, ja, da, also halt in einen anderen Raum. Hier zum Beispiel hätten wir lauter Möglichkeiten, hier diese ganzen Handwerkstische aufzustellen. Die haben hier haben wir O2 und hier haben wir, was haben wir denn hier eigentlich? Wieso weichten hier eigentlich Lüftungsschacht. Verbraucht Strom. Bekommt anscheinend kalte Luft rein. Das ist ein Fenster. Was, das machen wir jetzt anders. Ich weiß mit den Lüftungsschächten noch nicht so recht umzugehen. Bitte das einmal dekonstruieren. Da kommt eine Wand hin. So, unkonfiguriert. Materiereaktor. Alles klar.
Objekt im unsicheren Bereich. Was ist denn das für ein Objekt? Das ist eine Uniform. Okay. Da kommt jetzt eine stinknormale Wand hin. Und wir machen das auch. So wie ich das jetzt mir gedacht habe. Wir müssen noch ein bisschen umräumen. Also, die Forschungstische, die kommen jetzt hier alle mal weg. So, oder? Ich glaube, einen habe ich noch vergessen, oder? Ja, den hier. Forschungsstation haben wir ja eine eigene, die ist hier. Nein, das ist die Ding. Irgendwo, na genau, die Forschungstische haben wir ja hier stehen. Das ist und die Forschungsabteilung. So, Wasser haben wir natürlich jetzt recht viel, weil wir ja viel hier euthanisiert haben. Der Raum wird dann auch bald leer. Das kann aber dann sozusagen unsere ja, Totenkammer bleiben. Das ist okay. Halt jetzt mal ein bisschen auf, dass es ein bisschen flotter geht. Haben wir hier eigentlich tatsächlich genug Sauerstoff? Ja. 19, ich weiß jetzt immer nicht, wie die Prozent, aber anscheinend. Hier haben wir noch die. Oh, jetzt geht uns gleich praktisch dann alles aus. Track Suite, den wir mal umsetzen. Ja, und was wir jetzt noch umsetzen, ist auf alle Fälle hier die Betten. Dass das alles einmal in einem Aufenthaltsraum zusammen ist. Das ist der Mannschaftsraum sozusagen. So, und der Transporter wird auch umgesetzt. Der kommt jetzt hier in die Mitte. So, dann kommen noch unsere Schlafkapseln. Die etwas modernere Variante der Betten. Auch daher.
So, haben wir nur zwei Betten gebaut. Wie ist es denn jetzt mit dem Strom? Ja, schaut doch jetzt schon besser aus. Wunderbar. Und wir sollten trotzdem nochmal in die Forschung gehen und jetzt tatsächlich irgendwas forschen. Aktienmarktreaktoreneffizienz. Das finde ich recht spannend. Lässt kompatible Reaktoren bei gleicher Reaktor. Ja, aber welche Reaktoren? Oh, da brauchen wir ganz schön viel Kupferkabel, Transistor, Mikrochip, Batteriezelle. Okay. Das ist besser die Möbel. Okay, Stromschalter. Wandsteckdosen. Okay. Wisst ihr was? Ich schalte jetzt den Kaffee frei. Wie schaut's aus? Kaffee. Da können wir Biomaterial herstellen. Das schalte jetzt einmal frei. Und den Autodock. Sehr schön. Haben wir jetzt einiges nochmal geschalten. Autodock ist so, finde ich nicht schlecht. Was haben wir jetzt noch? Morg, das ist die, ja, geht eigentlich daher, wenn wir schon hier unsere Leichen haben. Weiß ich noch nicht, würde ich bauen, wenn wir es brauchen. Lebensmittelproduktion, großes Pflanzengefäß, Kaffeemaschine. Finde ich super. Kaffeemaschine bauen wir auf alle Fälle jetzt. Ein großes Pflanzengefäß, okay. Platz. So, jetzt müsste doch der. Genau, der ist jetzt hier mit diesem Transporter verbunden. Dann spart man sich da schon jede Menge Laufweg einmal. Okay. Wie viel Wasser haben wir? 60 Wasser, nur 23 Protein. Mhm. Forschung benötigt Festplattenspeicher, mal wieder, okay. Bauen wir auch noch.
Landeverbotszone. Deinem Schiff steht nicht genügend Landefläche im freien Weltraum zur Verfügung. Dies kann dazu führen, dass eintreffende Raumschiffe beim Versuch, auf deinem Schiff zu landen, den Rumpf rammen. Nur auf festem, unbeschädigtem Boden, der Weltraum ausgeht, kann gelandet werden. Okay. Okay, dann machen wir Folgendes. Wusste ich jetzt auch nicht. Dann dekonstruieren wir hier mal noch was. Man natürlich auch hier machen können, eine Landezone. Da hat sich das wieder erledigt mit der Landeverbotszone. Ne? Das ist doch gar nicht schlecht. Und damit es aber auch ordentlich ausschaut. Was? Wie? Was? Wo? Nein! Nein! Oh, sehr gut, Jungs. Puh. Meine Güte. Lüftungsstände sind ja voll gefährliche. So, haben wir das erledigt, das Problem. Ja, dann wieder normale Geschwindigkeit. Also, ich würde sagen, jetzt ist es soweit. Die Spannung steigt bis ins Unermessliche. Man könnte das jetzt hier noch ein bisschen fein arbeiten und so weiter, aber das spare ich mir jetzt erst einmal, weil ich unbedingt wissen will, was jetzt da passiert. Oder Moment einmal, was haben wir denn da noch? Pflanzengefäß. Kaffeebaum. Wasser benötigt. Haben wir eigentlich genug? Weil jetzt, wenn es nicht mehr reicht, das Wasser, 53 Wasser, dann ist sowieso irgendwann zu spät. So, unsere Queen wird leider auch euthanisiert hier. Die letzten geben wir zum Dispose frei. Alle. Dann ist das Thema durch und dann haben wir sowieso kein Wasser mehr. Außer vielleicht hier noch unsere... Hier diesen kleinen Partikelsammler, der hilft uns aber eigentlich überhaupt nicht weiter. Und dann würde ich tatsächlich sagen, jetzt ist es soweit. Ja, es ist kurz vor knapp, kurz vor Ende dieser Sendung und jetzt werden wir das versuchen. Die Spannung steigt bis ins Unermessliche. Kurz einmal schnell überlegen. Schleifmaschine, Verhütung, Raumanzug. Was es da noch alles gibt? Dockung. Hm.
würde ich jetzt auch mal erst noch auf die lange Bank schieben. Also, dann ist es jetzt tatsächlich soweit. So, Sternenkarte. Verlassenes Schiff anfliegen. Fliege verlassenes Schiff an. Okay. Abgeschlossene Mission. Fliege das verlassene Schiff an. Haben wir gemacht. Was ist da los? Okay, wir sind jetzt ein verlassenes Schiff. Und was bedeutet das jetzt? Ist das jetzt in unserem Bereich oder wie? Also das könnten wir jetzt im Grunde genommen, könnten wir das jetzt zerlegen und haben dann diese ganzen Stoffe wieder. Aber das hilft uns eigentlich beim Wasser nicht recht viel weiter. Müssen wir denn das, können wir denn das jetzt herziehen oder wie ist das? Müssen wir das herziehen? Oder müssen die da bis dahin fliegen? Dekonstruieren? Naja, aber da müssen unsere Roboter tatsächlich diesen weiten Weg dahin machen. Okay, dann versuchen wir mal was anderes. Wo ist denn unser Anker? Wo hat sie denn der versteckt? Also das war jetzt die erste spannende Aktion. Ich weiß schon, das war jetzt im ersten Moment, klang das nicht so spannend, aber ich wüsste jetzt nicht, was wir damit anfangen. Ich meine, hier haben wir ein paar Produkte, die kann man natürlich hier mitnehmen. Hier so Dinger, aber ansonsten ist hier nichts, was wir eigentlich nur brauchen können. Deswegen heißt es zerlegen. Es ist halt nur die Frage, ob man das, weil die Jungs halt jetzt echt einen weiten Weg haben. Aber wir haben ja auch kein Außen. Das geht ja nur mit dem Außending. Da müssten wir jetzt wieder Außenplattform schaffen. Aber wir sind schon mal einen Schritt schlauer. Das finde ich schon mal ziemlich spannend jetzt. Aber jetzt nicht so spannend, dass wir gleich... Aber das war ja jetzt nur das Schiff. Ich möchte ja demnächst dann den ersten Planeten anfliegen. Okay, da muss man es ja schnell laufen lassen, weil bis die Jungs hier hin und her fliegen, wo ist denn echt, ich würde ganz gern versuchen, vielleicht können wir es irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob das eine gewisse Weite haben muss, aber jetzt muss ich ihn erst mal finden. Mist, wo haben wir den, sagen wir mal, Inventar? Kann man das hier irgendwo Endgun, Erde... Ich weiß leider auch nicht mehr, wie der geheißen hat. Mann. Radionuklidbatterie von der Überlebensstation Asien. Eieiei. Ich weiß, dass ich den irgendwo verstaut habe. Oder haben wir den verloren? Nein, das kann ja nicht sein. Verlieren kann man den ja eigentlich nicht. Find ihn nur nicht. Seltsam, aber okay. Werde ich suchen, ich werde ihn finden. Das schafft man sowieso nicht mehr in dieser Sendung. Die halbe Stunde ist durch. Es war jetzt wirklich spannend. Das war das erste Mal, dass wir praktisch Kontakt ausgenommen haben mit anderen Projekten. Ich glaube schon, dass es vernünftig ist, zu versuchen, das Ding hier zu unserem Raumschiff hinzuziehen. Und dann können wir das von mir aus ja komplett abbauen. Dann hätten wir wieder jede Menge Rohstoffe. Aber das nützt uns alles nichts, wenn wir kein Wasser mehr haben. Und das Wasser wird einfach dementsprechend knapp. Also drücken wir mal die Daumen, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir dann diesen Planeten anfliegen, nämlich Edmond, was ja irgendwie Sinn machen würde, dass wir da Wasser finden. Eieieiei. Es ist und bleibt super spannend. Mir macht es viel Spaß. Pause. Danke fürs Zuschauen. Das ist die Zynik hier bei Stardeus. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich finde diesen blöden Haken schon. Irgendwo habe ich ihn hingelegt.
Und dann ziehen wir das Ding mal hierher. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke für ein Like und ein Abo. Ich sage, hey, das ist echt cool. Da schaue ich echt gern vorbei. Dann auf den Daumen drücken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.